Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch den Jump Pets, die Jump Pets vorstellen. Dazu machen wir uns einfach eine neue Klasse, die nennen wir Jump Pets. Ich kann versprechen, das ist heute echt kurz. Dazu machen wir einfach mal, müssen wir oben reinmachen, Implements Listener, weil wir in diesem Fall einen Listener implementieren. So, dann einmal machen wir einmal Add Event Handler. Dann public void on player interact event. Das brauchen wir nämlich wieder, wie wir es aus der letzten Folge kennen. Nur ein bisschen anders in diesem Fall. Jetzt kommt nämlich eine andere Action zum Vorschein, die es auch gibt, nämlich if. Also als erstes wieder player p. get player. So. Und jetzt fragen wir ab if e.get action gleich action.physical. Weil wir wollen ja schließlich mit einer Druckplatte interagieren und eine Druckplatte ist physikalisch. Laut Minecraft. Muss ich aber recht geben. Wir stehen ja schließlich drauf, dass es physikalisch. So, dann fragen wir ab, if e.getClickBlock in diesem Fall. Nicht gleich null. Der ClickBlock ist nämlich in diesem Fall der, mit dem wir interagiert haben. Dann if e.getClickBlock.getType. Nicht gleich null. Dann fragen wir ab, if e.getClickBlock.getType gleich material.goldplate. So, zur Erklärung, was machen wir aktuell? Wir fragen halt den ClickBlock ab, ob er überhaupt vor, wenn er nicht null ist, dann geht's weiter. Wenn der Type nicht null ist, geht's weiter. Und wenn das eine Goldplate ist, geht's auch weiter. So. Da müssen wir als erstes das e.setCancelTrue machen, denn wenn wir es nicht canceln, wird irgendwie, warum auch immer, werden wir nicht hochgeboostet. Deswegen cancel das bitte. So, dann machen wir double height gleich 0,33 und double length gleich 3. Ihr könnt da gerne mit den Werten rumexperimentieren. Die habe ich so für mich jetzt entdeckt, die würde ich so nutzen. Ja, dann machen wir einfach noch p.setVelocity. Dann machen wir p.getLocation.getDirection.setY. Das heißt, wir nehmen einmal die Direction, in der er schaut, nehmen das Y. Da machen wir dann Height rein. Mal Multiply, damit multiplizieren wir das halt. Mal der Länge. Und damit werden wir schön weit fliegen. Das Ganze könnt ihr halt hier alles austesten. Ich finde das eigentlich ganz gut für Druckplatten, aber es gibt natürlich auch noch bessere Varianten, vielleicht für andere Leute so. Dann reloaden wir den ganzen Kram einmal. Ich war schon mal so freundlich und habe hier vorne eine Druckplatte hingestellt. Und einmal zu demonstrieren, dass es funktioniert, ja, wollen wir doch einmal drauf gehen. Ah, hallo? Die Demonstration funktioniert schon mal richtig gut und ich weiß auch, woran es liegt. Also, für die Leute, die jetzt in der letzten Folge gut aufgepasst haben, ihr solltet es bestimmt wissen, ich habe den Event-Handler vergessen. Zu registrieren. Deswegen hier einmal Jump Pads. Pads. So, einmal hier registrieren. Das war's dann auch schon. Einmal den Server reloaden. Und wir gehen hier drauf. Und wumms, wir fliegen schön weit. Wir kriegen noch Fallschaden. Das könnten wir auch nochmal sonst gleich mal abschalten. Ist aber nicht kompliziert und ihr seht, man kann das erweitern. Wir können gleich mal ein bisschen rumspielen. Das machen wir noch, weil wir haben ja eigentlich die Zeit noch. Als erstes machen wir den Event Handler einmal den Add Event Handler den Damage, also dass wir kein Damage mehr bekommen. Dann können wir nämlich hier auch richtig viel Scheiße mitmachen. Public Void on Entity Damage Event. Event E. Ja, in diesem Fall ist es ein Entity Damage Event E. Das kennt ihr sicherlich noch nicht, weil es unter die Entity Events fällt und nicht unter das Player Event. Dann fragt ihr ab, if in Klammern e.getCause gleich damageCause.fall. Das heißt, wenn wir runterfallen, ne? Und dann machen wir einfach e.setCancelTrue, das heißt, wir kriegen keinen, also Fallschaden ist jetzt nicht mehr möglich. So, das ist das Einzige, was wir jetzt gemacht haben. So, jetzt wollen wir hier mal experimentieren. Wir machen mal hier die Länge, machen wir mal 200 und multiplizieren wir mal bei 1. Das ist total verrückt, aber können wir mal machen. So, wir exportieren das. Wir reloaden den ganzen Scheiß einmal. Und wir laufen über die Druckplatte. Wollen wir nochmal sehen, was passiert. Yo, wahrscheinlich.
Bin ich gerade echt schräg gelaufen? Weil ich bin schräg zur Seite weg, oder? Täusch mich. Auch nochmal versuchen. Ja, man fliegt ein bisschen schräg, weil es so extrem ist. Aber man kann sich richtig schön weit boosten lassen. Ist aber schwachsinnig. Also ich muss sagen, die 0,33 Variante reicht da vollkommen aus. Und 200 braucht man auch nicht. Also wenn man das länger haben will, macht man vielleicht 7 draus. Sollte man trotzdem noch weit genug fliegen. Ich spiele das jetzt im Chat, das ist mir einfacher. Ist einfacher. So, wir laufen jetzt zu unserer Druckplatte zurück. So, jetzt wollen wir mal gucken, was bei 7 passiert. Bei 7 sollte man recht weit fliegen. Das ist vielleicht für größere Lobbys eine schöne Sache. Ja, seht's, wir fliegen schön weit. Ja, das Ganze könnt ihr noch erweitern. Hier hinten seht ihr schon den Dschungel auf meiner Testland. Ja, und das war jetzt aktuell so der Plan für mein Jump Pads. Ja, jetzt wisst ihr, wie Jump Pads funktionieren. Damit könnt ihr auch rum experimentieren. Ihr könnt das auch mit allen möglichen anderen Sachen machen. Es muss halt jetzt nicht zwingend eine Druckplatte sein. Ihr könnt auch eine Physical Interaction mit einem Schaf mal. Ne, mit dem Schaf ist es nicht möglich über ein Interact Event. Mit einer Kiste oder einer Eisenplatte oder was auch immer. Ja, ihr könnt das auch als Jump Pads nutzen, solange ihr direkt auf den Boden guckt, würdet ihr nur hochgeschossen werden. Ich zeige, demonstriere es aber. Also man kann jetzt auch sich die ganze Zeit so schön hochjagen lassen. Das geht auch damit. Ja, und das wäre in diesem Fall mein Tutorial gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.